Hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge. Wir befinden uns in Risen 1, hier gerade auf der Suche nach einer weiteren Festung mit Skeletten, wo wir uns einen weiteren Vasallenring krallen können. Ja. Da vorne haben wir so einen Turm, ob das sowas ist, weiß ich nicht, werden wir gleich sehen, da gehen wir jetzt nämlich hin. So, erstmal holen wir uns hier die... Oh, hier sind aber viele von denen. Okay, was ist, wenn wir da erstmal reinbollern? Jetzt hör mal auf, ey. Immer rein da, richtig. So. Ja, bei vielen Gegnern ist halt Blocken und Zuschlagen immer schlecht, weil irgendwer haut immer zu. Aber das läuft. Wie gesagt, wir haben Spitzenwaffe, Spitzenrüstung und ein schmuckes Schild. So, da oben haben wir wieder Wölfe. Hör mal auf, ey. Die scheiß Wölfe. Wie sie zurückweichen. So läuft es. So läuft es. Schön die Zähne rausreißen. Ja, aber zu viele Treffer gefangen, weil die sind auch schwer zu bekämpfen. Gerade im Rudel. Mal gucken, was die so beschützt haben. Die beschützen ja oft eine Kiste, warum auch immer. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Oh, ganz nah. Ah, Leute, das ist die Vulkanfestung. Und da wollen wir wirklich nicht zu nah ran. Ja. Weil hier nämlich die Magier sind und die uns richtig schön einen über den Pelz brennen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Magie. Muss nicht sein. Muss echt nicht sein. So, mal schauen. So, Leute. Da haben wir wieder... Was ist das denn da? So läuft es, so läuft es. Gnom, zack. Ja? Ja? Wo haben wir denn hier eine Mücke irgendwo? Ach da. Alter, trifft er mich auch noch? Ich krieg zu... Oh, da haben wir Skelette. Ja, Skelette. Sehr schön. Da muss doch noch irgendwo die Waffen. Ah, so. Säbel. Wo ist denn hier die Waffe von dem Heini? Da. Ah. Knüppel. Alles klar. Eine Waffe fehlt, glaube ich, noch.
das sind aber. Uiuiui. Ah. Natürlich kommen alle. Alter! Zweihandwaffe aus der Hölle. Okay. Ja, ich war noch nicht bereit, ehrlich gesagt. Das zählt nicht. Ich war noch nicht bereit. Ich hatte mich noch nicht hochgeheilt, ich hatte noch nicht gespeichert. Wahrscheinlich muss ich jetzt sogar die Gnome neu machen. Das ist ja wirklich übel. War ich aber wirklich überrascht. Ja, und die Skelette gerade drei, ja, die blocken, die schlagen zu. Zweihand ist auch so sowieso aus der Hölle. Müssen wir mal gucken, wie wir das nochmal machen. Ah ja, war ja klar. Ja, wir sind nochmal hier ganz unten. Okay, da unten sind Wölfe. Okay. So. Was haben wir denn so zum Essen dabei? Ja, Äpfel bringen ja einen Scheiß. Komm, essen wir erstmal das Brot. Oh, das bringt ja auch gar nichts. Komm, nehmen wir mal einen Eintopf. Dann ist der auch weg. Hähnchenkeule ist gebraten. Sehr gut. Wir brauchen mal wieder ein Lagerfeuer. Gebratenes Fleisch können wir direkt so. Und Brathering. Knusprig gebraten. Komm, den nehmen wir auch noch mit. So, und dann sind wir voll. Speichern wir nochmal. Denn jetzt wird es ein bisschen heftiger. Achso, ne, erstmal kommt noch das Ding hier. Oh, da drüben ist ein Wolf, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Ja, da oben geht es zur Vulkanfestung, da wollen wir jetzt nicht hin. So. Jetzt gehen wir nochmal ganz vorsichtig weiter. Er für Probleme, den hauen wir erstmal einen Pfeil in den Bauch. Zack. Oh. Ja. 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 Ich hör mal auf, ja, die bewerft mich dauernd. Mich runtergehauen, das gibt's ja gar nicht. Okay, solange wir jetzt noch kein Skelett anlocken, dürfte alles im grünen Bereich sein. Wo ist da die Waffe von dem? Alter, wie sie mir ihre Waffen wegschmeißen im Todeskampf. Das sind meine Waffen, her damit. Gut, wir speichern direkt, dann können wir auch, wenn wir das Looten jetzt verpeilen, danach nochmal looten. So. Wo sind die Waffen, Leute? Meine Waffen. Na gut, ist eh nur Gold. Letztes Mal waren noch hier Stachelratten irgendwo hergekommen. Ach, da vorne. Da vorne. Alles klar. Die erste bolzen wir direkt mal so weg. Ab im Kopf.
Alter, wie sie aggro gehen. So läuft es. Zack. Ich bräuchte jetzt echt mal ein Lagerfeuer, dann könnte ich mir ein bisschen Fleisch braten. Oh, siehste? Siehste? Der hat mich nämlich fast gesehen jetzt. Und wenn wir den mal direkt ein bisschen anlocken. Wie viel kommen jetzt? Einer? Ne, zwei. Schön immer die Deckung weghauen. Zack und zack und zack und zack. So läuft es. Also, wir haben den Knochen, wir haben das Schwert. Da haben wir den Speer. Und das Skelett wieder mit seinen Knochen. Cool, Skelett, haben wir mehr Geld dabei. Ja. Die Geldbörse haben sie sich um die Wirbelsäule geknotet. So, und wir speichern mal, weil das lief extrem geil. Gegen zwei Stück eigentlich gar keinen Schaden gefangen. So, was ist das hier überhaupt? Das müssen wir uns auch mal angucken vorher. Bevor wir das nächste Skelett wegnatschen. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Keine Ahnung. Okay, da gehen wir hin, nachdem wir hier den Turm, ich sag mal, befreit haben. Oh, das sind wieder zwei. Das sind wieder zwei. Oh, da ist ja noch einer. Also drei sogar. Okay, der eine kommt vielleicht rausgelaufen. Also drei ist ein bisschen vielleicht too much. Oh ja, na komm. Ich glaube, die kommen auf jeden Fall. Gut, probieren wir es einfach mal. Also mit dem Pfeil brauche ich gar nicht. Normalerweise... Aha. Siehst du? Die anderen halten sich zurück, das ist gut. Alter, was ist denn für einer? Alter, jetzt hör mal auf! Junge, du kannst nix. Alter! Okay, war ja klar, weil drei zu bekämpfen gleichzeitig ist nicht so einfach. Ist eine Herausforderung. Ich nehme die Herausforderung an. Wenn ich zaubern könnte oder so, das wäre natürlich... Moment, ich kann ja zaubern. Die Frage ist, sollte ich hier meine wertvollen, seltenen Zaubersprüche schon benutzen? So. Oh, jetzt kommt er von der Seite, der Boy. Ja. Oh, umzingelt auf Doom.
Was kommt der an, oder was? So, Nummer 1 ist weg. Abgeblockt, Counter-Attack. So läuft das, so läuft das, Junge. So läuft das, Junge, speichern. Denn da haben wir keinen einzigen Treffer gefangen, das war spitze. Puh, so, Nummer 1. Nummer 2, da haben wir Holzfäller-Axt. Die hat er zweihändig geführt. Und ein Schild ist dabei, Skelett. Ah, kleiner Schild, okay. Das ist alles easy loot. Da gibt's doch bestimmt noch mehr Skelette hier, oder? So enden wir alle mal. Ja, ja, so enden wir alle mal. Alter, das wird so geil. So, her damit. Oh. Na also. Super. Ah, mein erster Helm. Leute, wie geil. Ich mach mir ins Höschen mein erster Helm. Also, aufsetzen. Aufsetzen. Ach, wie geil. Wie geil. Kann man da irgendwie die Kamera drehen oder so? Nein, kann man nicht. Auf jeden Fall Helm. Super. So, speichern. So, und wir schauen gleich. Da gibt es bestimmt noch andere Skelette da drin, oder? Oh. Ich habe schon mal was gehört hier. Da hat schon mal jemand ein Schwert gezogen. Oh, und toter Bub, Herr. Junge, gib mir deinen Ring. Und ich gebe dir meinen. Vasallenring. Ja, das war wieder so ein Turm. Und zwar, oh, der dritte von 6. Das ist natürlich... Das ist natürlich, ja. Okay, also wir speichern. Und schnappen uns die Seemannskiste. Die nicht verschlossen ist. Oh. Schutzvereis. GG. Also sollten wir was mit Eismagien oder so zu tun bekommen, haben wir direkt mal Schutz. So, und wir ziehen das Schwert. Für niemanden. Wir ziehen unser Schwert hier für niemanden. Ja, damit wäre dieser Turm auch abgefrühstückt. Wir befinden uns, aha, hier, okay. So, und dann schauen wir uns doch mal da drüben auf der anderen Seite der Brücke um. Also das lief jetzt bis auf den ersten Tod überraschend gut. So, was sagt denn eigentlich unser Schutz? Wir haben Schutz vor Klingen 32. Okay, sogar Schutz vor Magie ist bei uns echt gut. Echt gut. Das heißt, allzu viel Schaden sollten wir nicht mehr nehmen. Oh, hallo Wolf. Schwarzer Wolf. Na, da guckst du in die Röhre, oder? Da sieht er schwarz. Der schwarze Wolf. Ah, okay, das ist eigentlich der normale Eingang dahin wahrscheinlich gewesen. Oh, was haben wir hier? Wir suchen ja immer noch... Achso, nee, das ist ja da. Da waren wir schon. Wir brauchen ja immer noch mehr Gnome. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Oder, Moment, wir können ja vielleicht hier... Verfluchte Burgherren, Questkarte.
Okay, dann gehen wir nochmal zu ihm zurück. Und berichten ihm schon mal. Oh, was haben wir denn da unten? Sollten wir da mal runtergehen vielleicht? Ja, gehen wir da mal runter. Damit wir alles abgrasen, weil es könnte auch sein, dass da mal so eine Kiste rumsteht oder so. So, Ostküste, alles klar. So. Oh, jetzt kommen die Flatterviecher. Aber an sich sind wir eigentlich sind wir richtig gut geschützt. So, wir hatten jetzt auch noch vorhin eine besondere Pflanze gefunden. Da, die Wichtelkappe, die meinte ich. Gibt wieder permanenten Wert, ja. Geschicklichkeit haben wir jetzt fast 30. So läuft es. Ja, wenn wir 30 haben, dann können wir auch einen besseren Bogen tragen. Oh, direkt zwei Stück mit einem Streich. Grandios. Oh, da sind wieder Wölfe. Okay, gehen wir erstmal da hinten lang. Hier speichern wir. Okay, was war das Gold? Goldkrone, Reiselust. Keine Ahnung. Genau, dann gehen wir hier hin und auf der anderen... Da, Grünblatt. Auf der anderen Seite des Flusses gehen wir dann zurück und dann haben wir hier alles abgegrabt. Oh. Alter. Wie wir hier aufräumen, ist das wirklich ein Vergnügen. So, und die Wölfe darf man nie unterschätzen, deswegen speichern wir. Und da ist eine Kiste. So läuft es hier. Oh, wetten, da ist ein Höhleneingang. Ich rieche das geradezu. Ich rieche Ghule in ihrer Höhle schmatzen. Also, ne? Also im übertragenen Sinne höre ich das. Gut, dann ran an die Kiste. Okay, okay, per Alter, ja, kann man sich nicht beschweren. Was liegt denn unten? Gar nichts, okay. Und wir speichern und wir gehen mal hin. Ob da irgendwas ist. Blanker Fels. Ich war ganz kurz euphorisch, aber tatsächlich ist da nichts. Leider nicht. Oh, aber wir haben hier, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, aber hier haben wir Eisenerz. Darf man nie übersehen, denn wir sind ja noch Schmied, ne? Mir ist nicht zu hören. Ja, das langt da erstmal. So, da haben wir wieder Wölfe. Da speichern wir
Und auf geht es. Alter, das sind aber viele. So, aber so viel können wir die auch nicht mehr. 5 Wölfe direkt mal weggenascht. Ich will nicht sagen, dass der Helm das ausmacht, aber der Helm war quasi der Startschuss in die ja, Unbesiegbarkeit, möchte ich mal ganz euphorisch sagen. Gut, wir speichern, weil 5 Wölfe geht immer. So, da haben wir eine Kiste. Wir sind ganz, ganz vorsichtig. Nicht umsonst steht eine Kiste. Heldenkrone. Moment, Heldenkrone gibt einen Haufen Gold. Ja. Irgendwann machen wir das Ganze wieder zu Gold und dann schwimmen wir wieder in Gold. Wobei das Lernen wird ja auch immer teurer. So. Gibt es hier keine Leichen oder so? Schade. So, und wir nehmen uns die Truhe mal vor. Nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Jawohl. So, ein Flügel. Okay. Pfeile, sehr gut. Ja. 10 Pfeile für 2 Dietriche. Ich würde sagen, ist okay, ist akzeptabel. So. Gut. Wie gesagt, jetzt gehen wir mal zurück. Gehen wir natürlich da oben lang. Schade, dass man nicht sprinten kann. Kann man echt nicht sprinten in Rissen 1. Alter, hier super Ruine. Hier haben wir unseren Helm gefunden. Ich bin richtig glücklich. Ist das nicht schön hier? Genau, hier gehen wir nicht rein. Hier haben wir schon alles weggehauen. Gehen wir mal einen anderen Weg, weil dann finden wir sowas. Achso, wir können natürlich hier tatsächlich schlafen. Machen wir auch mal. Warum nicht? So, früh am Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ist das da hinten eine Höhle? Ne, da waren wir ja. Da ist nichts. So, wir wollen immer noch. Moment. Questkarte. Da wollen wir hin. Lecker Mana-Pilz. Schöne Aussicht ist hier. Oh ja, das sieht doch schön aus.
Das müssen wir wieder ganz nah bei ihm sein. Genau, da vorne ist sein... Da ist die Hütte schon. Wunderbar. Mal sehen, aber schon hören möchte, was wir schon alles erreicht haben. Und selbst wenn nicht, wir werden es ihm erzählen. So, Junge. Ja, wo bist du hin? Schläft? Ach, da sitzt er. Scheint so, als ob nur untote Burgherren einen Vasallenring haben. Außer bei dir habe ich sonst nirgendwo einen gefunden. Was kann das bedeuten? Ich vermute, dass Schaut euch den Helm an. Der Geist Patroskon den anderen Burgherren diese Vasallenringe gab, um sie damit kontrollieren zu können. Aber irgendwas ist dabei schiefgelaufen und hat sie allesamt zu Untoten gemacht. Was habe ich damit zu tun? Als du den Vasallenring gefunden hast, hat Patroskon versucht, Kontrolle über dich zu erlangen. Deswegen hattest du in der letzten Zeit immer nachts seine Stimme im Kopf. Oh Mann, wo bin ich da bloß reingeraten? Ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Du musst mir helfen, hörst du? Ich halte das nicht mehr lange aus. Ich arbeite dran. Beeil dich, bitte. Ich werde sonst noch wahnsinnig. Komm, dann sag mal, wo die anderen Türme sind. Ich kann jetzt nicht. Wissen wir das schon? Nein, noch nicht. Okay. Gut, aber die nächsten Ringe beschaffen wir in der nächsten Folge, versprochen. Also bis dahin, tschüss.